Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen wieder bei unserem donnerstäglichen Marktupdate, das wir ja in Kooperation mit der Außenwirtschaft Austria durchführen. Heute steht Vietnam am Programm. Ich darf da ganz, ganz herzlich begrüßen unseren WKO-Wirtschaftsdelegierten Dietmar Schwank in Ho Chi Minh City. Xia Chao, lieber Dietmar, nach Saigon. Guten Morgen von unserer Seite. Ja, Xin Chao, schönen Nachmittag auch aus Ho Chi Minh City von meiner Seite. Freut mich, dass wir dieses Format machen können. Es ist, glaube ich, wirklich gut an der Zeit, auch hier wieder Updates zu geben aus dem spannenden Vietnam. Dietmar, soweit wir das mitbekommen aus Zeitungsberichten, aus den Medien, Rückmeldungen von Kollegen, in Asien geht ja eigentlich die wirtschaftliche Party wieder los, insbesondere China boomt, parallel dazu natürlich auch Vietnam. Allerdings haben wir ja die Einreisebeschränkungen, die doch sehr restriktiv sind. Erste Frage an dich, wie ist jetzt das aktuelle Stimmungsbild? Wie schaut's aus mit der Corona-Krise bei euch? Wie schaut's aus, wenn wir unseren Geschäften bei dir nachgehen wollten? Ja, also vielleicht zum wirtschaftlichen Aspekt. Vietnam ist ja genauso wie China oder vielleicht sogar ein bisschen besser noch durch diese Krise gekommen. In Wirklichkeit gab es auch keine Rezession im Jahr 2020, sondern ein Wachstum der Wirtschaft um 2,9%. Damit ist Vietnam, glaube ich, Spitzenreiter weltweit unter den größeren Volkswirtschaften zumindest. Und das spürt man natürlich hier auch. Auf der gesundheitlichen Seite hat Vietnam wohl auch durch Vorerfahrungen mit der SARS-Epidemie sehr gut geschafft, das Virus einzudämmen. Es gab hier nur einen Lockdown von März für 3 Wochen ungefähr bis Mitte April. Und seither ist im Grunde alles wieder offen. Es gab zwar dann auch hin und wieder Virusausbrüche, aber die Zahlen sind sehr, sehr niedrig. Und Vietnam hat das halt durch konsequente Abschottung, muss man auch sagen, der Grenzen geschafft und durch ein sehr kluges, sehr vorausschauendes Management. Also der Wirtschaft geht es an und für sich sehr gut. Natürlich sind Sektoren auch getroffen, vor allem der Tourismus natürlich und die Entertainment-Industrie, die Freizeitindustrie, zum Teil auch der Handel. Aber vieles davon hat sich auch schon wieder erholt und man setzt halt jetzt auf die inländischen Touristen. Ja. Wir haben natürlich viele Firmen, die Personal hierher schicken wollen. Das geht auch. Allerdings ist es nicht ganz einfach. Man braucht einen Geschäftspartner, der hier als Sponsor auftritt, der hier eine Einreisegenehmigung besorgt. Und dieser Prozess dauert normalerweise 6 bis 8 Wochen. Ist nicht ganz kompliziert, aber auch nicht ganz einfach, würde ich sagen. Auf jeden Fall etwas mühsam. Und wenn man einreist, ist eine 14-tägige Quarantäne, die in einem Hotelzimmer verbracht werden muss, Verpflichtung, das heißt, alle Geschäftsreisenden, die nach Vietnam kommen wollen, müssen an und für sich damit rechnen, hier 14 Tage in Quarantäne zu kommen. Das ist alles nicht ideal für unsere Exportwirtschaft. Wir sind ein Land, das sehr viele Maschinen, die auch servicelastig sind, nach Vietnam liefert und sehr viele Projekte hier hat. Und dementsprechend natürlich sind unsere Exporte in dieses Land, obwohl es hier wächst, auch eingebrochen im letzten Jahr ein bisschen, zumindest wir haben noch nicht die Endjahreszahlen, aber ungefähr um 10, 15%. Trotzdem ist das ein guter Wert und es gibt genügend Chancen hier in Vietnam. Dietmar, aber kurze Frage. 14 Tage Quarantäne scheint eben mehr oder minder das gleiche zu sein wie in China. Auch kein Freitesten, nehme ich an, oder? Na, Vietnam verfolgt hier einen kumulativen Ansatz, also nicht so wie in Österreich, sondern man muss alles haben. Sprich, die Quarantäne machen und auch den Test natürlich. Der Test muss vorher schon gemacht werden, bevor man abfliegt. Und man wird hier auch, je nachdem, wie lange man hier bleibt, aber bis zu einen Monat lang auch medizinisch überwacht, nennt sich das. Das klingt jetzt ein bisschen abschreckend, aber es heißt einfach, dass man während der Quarantäne 14 Tage lang und unter Umständen auch nochmal danach, solange man noch hier ist, getestet wird. Das heißt, Testverpflichtungen gibt es natürlich, Quarantäne gibt es auch. Und was wir nicht wissen, ist, wann sich diese Situation wieder bessert. Also jetzt mit den letzten Entwicklungen in Europa ist es im Moment nicht sehr wahrscheinlich, dass sich da in den kommenden Wochen oder
ein, zwei Monaten irgendetwas signifikant tut. Aber wir sind auf jeden Fall da für österreichische Unternehmen, um hier konkret zu beraten, wie man am besten reinkommt. Okay. Zusätzlich kurzer Hinweis an die Community, die dazu sieht. Wir stellen in den Chat den Link, wo Sie eben den Link von euch im AC Ho Chi Minh City, wo Sie die genauen Einreisebestimmungen finden können. Dietmar, aber wenn wir jetzt also nicht zu dir reisen können, aber trotzdem der Druck hier ist, Kunden zu besuchen und Kunden zu betreuen, dann bietet ihr ja auch als verlängerter Arm der österreichischen Wirtschaft Dienstleistungen an, sprich im Namen österreichischer Unternehmen auch Kundenbesuche zu machen, Entrees zu organisieren. Kannst du da kurz sagen, wie dein Serviceportfolio da aussieht? Ja, wir haben unterschiedliche Proxy-Services entwickelt. Wir sind halt hier noch vor Ort. Wir können auch unterstützen. Ich möchte zwei Dinge hervorstreichen. Das eine sind natürlich Termine, die wir stellvertretend wahrnehmen für österreichische Unternehmen. Das betrifft vor allem Behördentermine oder Interventionen, wo es durchaus sinnvoll ist, dass auch das Außenwirtschaftscenter entweder alleine im Auftrag der Firma oder aber mit einem lokalen Agenten zu solchen Terminen geht und diese wahrnimmt. Der andere Bereich sind natürlich die virtuellen Meetings. Die gibt es auch in Vietnam, sehr verbreitet natürlich, vor allem im Bereich der Privatwirtschaft und auch bei jungen Unternehmen natürlich. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, die ich auch empfehlen möchte, also hier in dem Business Development nicht nachzulassen. Wie gesagt, Chancen gibt es, der Markt wächst und man muss halt nur mit dem Gesprächspartner vereinbaren, ein virtuelles Meeting. Und wir als Außenwirtschaftscenter können uns da auch einbringen. Wir können solche Meetings für Sie organisieren und auch, wenn das gewollt ist, gemeinsam mit der österreichischen Firma dann in die Meetings virtuell hineingehen. Das hat den unglaublichen Vorteil, dass wir taktische und auch kommunikative Hilfestellung geben können. Das ging ja vor der Pandemie eigentlich nicht oder jedenfalls offline nicht so leicht, weil es einfach nicht möglich ist, ständig jemanden mitzuschicken in die Termine, die irgendwo stattfinden. Aber online geht das und das bieten wir auch sehr gerne an und wird gern genommen. Mhm. Dietmar, schauen wir mal ganz kurz auf dieses Handelsabkommen, das es ja seit, wenn ich es richtig weiß, 1. August 2020 gibt zwischen der Europäischen Union und Vietnam. Hat man dann schon erste Impulse gesehen? Womit rechnest du? Ich weiß schon, jetzt hat uns Corona natürlich da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber welche positiven Effekte erwartest du oder ist da schon was zu sehen? Ja, also es ist richtig, Vietnam betreibt eine sehr liberale Handelspolitik, hat Freihandelsabkommen mit diversen Ländern und Regionen in Asien abgeschlossen, aber eben auch mit der Europäischen Union, übrigens jetzt mittlerweile auch mit Großbritannien, quasi ein gleichlautendes Agreement mehr oder weniger abgeschlossen. Und das Abkommen mit der EU ist am 1. August letzten Jahres in Kraft getreten und natürlich sehen wir schon Effekte, nämlich vor allem bei den unmittelbaren Auswirkungen. Das sind vor allem die Zollsenkungen, die es gibt. Das heißt, es wird innerhalb dieses Abkommens werden die Zölle gesenkt auf fast alle Artikel, die exportiert werden nach Vietnam oder auch importiert aus Vietnam. Teilweise sind die Zölle sofort abgebaut worden. Teilweise geht das in mehreren Stufen, zum Beispiel bei Pharmazeutikern oder bei Lebensmitteln. Da dauert das dann 5 Jahre, 7 Jahre, bis die abgebaut sind. Aber die ersten Stufen sind bereits passiert, sind bereits passé sozusagen und seit 1. Jänner 2021 konnten wir also schon diese zweite Zollsenkung inzwischen durchführen. In weiterer Folge, aber das ist dann längerfristig, gibt es auch erleichterte Bedingungen, um an Ausschreibungen teilzunehmen in Vietnam und auch, was natürlich angedacht ist, der Abbau von Handelshemmnissen, vor allem auch im Pharmabereich oder im Bereich der phytosanitären Güter inklusive der Lebensmittel ist das relevant, aber da erwarten wir vor allem in den nächsten Jahren noch Änderungen, weil das mit Gesetzesänderungen letztlich auch zu tun hat, die in Vietnam erst erfolgen müssen. Aber große Chancen grundsätzlich in verschiedenen Branchen, von Maschinenbau bis hin zur Lieferung von Lebensmitteln und Pharmaprodukten, die durch dieses Abkommen
jetzt erzielt werden können. Also die Produkte werden billiger, wenn man so will, oder die Spannen werden höher. Das war jetzt so ein bisschen der Blick auf den Absatzmarkt Vietnam. Aber was wir jetzt auch mehr und mehr spüren, ist, dass sich Unternehmen vorbereiten, ihre Lieferketten resilienter zu gestalten. Das Schlagwort Reshoring, Nearshoring ist überall zu hören. Aber wir sehen die Tendenzen auch, dass man neben China andere Märkte sucht für Sourcing. Da liegt natürlich Vietnam nahe. Kannst du uns da auch ein bisschen einen Überblick geben, welche Branchen jetzt insbesondere aufschlagen in Vietnam, was so deine Wahrnehmung dazu ist, was vielleicht auch dein Hinweis oder deine Empfehlung ist an österreichische Unternehmen, die sich über Alternativmärkte, Beschaffungsmärkte Gedanken machen? Ja, das ist richtig, Robert. Das ist ein großes Thema im Moment, auch in der österreichischen Wirtschaft. Man macht sich Gedanken, woher kann ich alternativ zu China die verschiedenen Waren beziehen. Vietnam ist schon seit einigen Jahren der größte Markt für Beschaffung für Österreich in Südostasien. Also das sollte man nicht glauben, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber es kommen wirklich eine Menge Güter, 1 Milliarde Euro im Wert pro Jahr von Vietnam nach Österreich. Traditionell ist Vietnam natürlich ein Land, wo Textilien, Schuhe, Möbel, Haushaltsgegenstände und zunehmend auch Elektronik produziert wird. Das heißt, in diesen Sektoren ist Vietnam sehr kompetitiv, würde ich sagen. Aber in Zukunft, und da sehen wir auch schon Entwicklungen, wird das auch interessanter werden für das Sourcen von zum Beispiel Kunststoffteilen oder Metallteilen aus Vietnam. Also was wir nicht sehen, ist natürlich der völlige Exodus aus China nach Vietnam. Aber ein gewisser Prozentsatz der dortigen oder der dort einkaufenden Unternehmen oder dort produzierenden Unternehmen ist schon gewillt, das Land zu verlassen. Und da ist Vietnam irrsinnig gut positioniert, möchte ich meinen. Und das bedeutet natürlich nicht nur im Einkauf Chancen, sondern auch Chancen, Vertragsfertigung hier durchführen zu lassen, gewisse Dinge hier outzusourcen nach wie vor. Oder auch letztlich die eigene Produktion aus anderen Ländern der Region nach Vietnam zu verlagern. Ja. Mit dem eigentlichen Nearshoring hat das wieder relativ wenig zu tun aus meiner Sicht. Also Vietnam ist natürlich genauso ein Fernmarkt wie China und andere Länder hier in der Region. Aber wenn es darum geht, Alternativen zu suchen, das Risiko zu streuen für Aktivitäten hier in der Region in Asien, ist Vietnam unglaublich gut positioniert und auch politisch natürlich sehr stabil. Ja, und vielleicht auch, dass man das nur mal erwähnt hat, logistisch an Europa nicht schlechter angebunden als China. Von den Reedereien her, von den Laufzeiten, von Schiffsraumverfügbarkeit vielleicht sogar aktuell besser. Also ich glaube, da braucht man sich auch keinen Kopf machen, ob es da logistisch Probleme gäbe. Dietmar. Nicht, ja, das ist ganz vergleichbar, ja, hast du recht. Dadurch, dass wir ja unser Format auf 15 Minuten begrenzt haben, ich würde natürlich jetzt gerne noch tiefer einsteigen, aber es steht natürlich Ihnen, liebe Zuschauer, jederzeit frei, direkt das AC zu kontaktieren, hier Ihre Fragen dann zu stellen. Ich muss aber jetzt schon Richtung Ende schauen. Lieber Dietmar, vielleicht ein kurzer Ausblick. Was habt ihr so in den nächsten Wochen, Monaten vor? Was ist so eure Agenda, die für unsere Wirtschaftstreibenden von Interesse sind? Also prinzipiell werden wir in den nächsten Monaten und letztlich auch im ganzen Jahr heuer sehr stark auf gewisse Branchen setzen, wo wir Chancen für Österreich sehen. Das sind einerseits die Industriezulieferungen, das sind andererseits die Infrastrukturzulieferungen und die urbanen Technologien und dann der ganze Bereich Umwelttechnik, von Energie über die klassische Umwelttechnik bis hin zu Agrarzulieferungen und Zulieferungen auch für die Fischzucht hier. Da gibt es eine Menge Infrastruktur, die da rundherum gebraucht wird. Vietnam ist auch eines der am stärksten betroffenen Länder vom Klimawandel. Das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten in diese Richtung weisen. Das heißt, Umwelttechnik ist hoch im Kurs. Und was wir anbieten, sind natürlich momentan hauptsächlich Online-Event-Unterstützung, aber auch B2B-Plattformen online. Das nächste findet schon nächste Woche statt, ist mittlerweile natürlich ausgebucht. Da geht es um
Industrie, Zulieferungen und Maschinenbau. Dann im März, vielleicht ganz interessant, ein Showcase für urbane Technologien, die wir hier präsentieren werden, auch online. Und in weiterer Folge gibt es eben dann verschiedene Beteiligungen auf Industriemessen. Wir sind ja regelmäßig auf der Plastik- und Rubbermesse und eben dann weitere Umwelt-Events und Events eben zu diesen Themen, die ich genannt habe. Aber nicht nur diese Veranstaltungen, sondern bitte kontaktieren Sie uns auch wirklich, wenn Sie Coaching benötigen, wenn Sie Hinweise, Tipps benötigen oder wenn Sie wollen, dass wir mit Ihnen eine Markteintrittsstrategie besprechen. Wir gehen da sehr in die Tiefe mit unseren Services. Wir haben ein sehr gutes Team vor Ort. Und ich hoffe, Robert, du kannst vielleicht auch unsere Website, wo auch die Veranstaltungen und Kontaktdaten drauf sind, da noch in den Chat stellen, damit man das sieht. Wir sind sehr gern natürlich für die österreichischen Unternehmen, gerade auch in der schwierigen Zeit, da. Und wenn Sie nach Vietnam kommen wollen für Geschäftskontakte, kontaktieren Sie mich bitte, damit wir dann auch persönlich besprechen, wie das am besten funktioniert, dann reinkommt und was man hier konkret tun kann. Ja, Dietmar, das machen wir sehr gerne. In 10 Sekunden ist euer Kontakt im Chat. Man kann den aber auch selbstverständlich jederzeit bei uns abrufen im ICS. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden langsam zum Schluss kommen, aber ich möchte trotzdem noch auf etwas verweisen, nämlich wir haben am 28.01. einen sogenannten China-Tag gemeinsam mit der Außenwirtschaft Österreich organisiert. Da gibt es mehrere Sessions. Eine davon wird vom ICS gestaltet. Da geht es um Beschaffungsmärkte, da beleuchten wir China, aber nicht nur China, sondern eben auch Vietnam. Dietmar Schwank wird hier auch zugeschaltet sein und einen noch tieferen Einblick in das Thema Sourcing in Vietnam geben. Also falls Sie Interesse haben, bitte merken Sie sich vor, 28.01. Der Event dauert den ganzen Tag, aber wann welche Session stattfindet, sehen Sie dann auch auf unserer Seite. ic-steiermark.at. Vielleicht noch ein kurzer Verweis auf nächste Woche. Am Donnerstag, am 21.01. schalten wir nach Frankreich und am 4.2. holen wir uns ein Marktupdate aus Peking. Mir bleibt noch übrig, Danke zu sagen, vor allem auch Danke zu dir, Dietmar. See you, ciao nach Saigon. Alles Gute, alles Liebe und auf Wiedersehen. Ciao. Ich überlasse dir das Schlusswort, Dietmar. Auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Dank, Robert. Und noch als abschließender Tipp vielleicht noch, bleiben Sie dran am Markt Vietnam. Er hat wirklich viel zu bieten und lassen Sie sich das nicht entgehen. Es ist ein wunderschönes, interessantes Land mit vielen Geschäftsmöglichkeiten. Alles Gute. Alles Gute. Ciao. Ciao.